Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Und ich habe heute noch mal ein kleines Opening zu den Holo- und Glanz-Capsules von der Cologne 2016, weil das ist so gesehen ein bisschen an mir vorbeigegangen am Anfang, weil ich habe jetzt noch meinen Schulabschluss etc. gemacht und deswegen habe ich das ein bisschen verplant, leider die hier zu öffnen, beziehungsweise ein Opening davor schon zu machen. Und letztens gab es sie dann ja wie nach jedem oder bei jedem Major gab es sie dann für 1,40 € glaube ich oder irgendwie sowas. Und deswegen dachte ich mir, mache ich halt dann jetzt nochmal die Kapseln auf, wenn ich es so schon vergesse. Ja, und ich hoffe mal, dass wir was Gutes dabei rauskriegen werden. Und wenn nicht, dann ist es jetzt auch nicht so schlimm. Ja gut, hier haben wir schon mal Envious bekommen. Ja. Sonst jetzt in der nächsten Zeit kommen dann wahrscheinlich auch Infovideos, beziehungsweise ich denke mal, das Infovideo wird sogar davor schon kommen. Oh ja, das sieht gut aus. Das sieht wirklich gut aus. Ein Glanzsticker von der Cologne. Das ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr profitabel, wenn man so sagen möchte. Und ja genau, hier die Goldmedaille habe ich jetzt auch wieder bekommen. Also bei den letzten Majors, da lief es ja wirklich nicht so gut mit meinen Picks für die Teams. Aber dieses Mal haben wir es wieder geschafft und es war wirklich knapp. Also ich glaube, wir haben, also wirklich das letzte Spiel zwischen SK und Liquid im Finale hat es wirklich entschieden, ob wir nochmal Gold kriegen oder Silber. Aber genau wie bei der letzten Cologne auch, haben wir es dann doch noch geschafft, Gold zu bekommen und hat mich natürlich auch gefreut. Ja, und hier jetzt, ich muss erstmal schauen, welcher Stick überhaupt gut aussieht, weil ein paar habe ich mir jetzt schon gekauft und ich dachte mir halt, bevor ich jetzt dann die kaufe, die Sticker, probiere ich lieber hier noch welche in meinem Opening rauszubekommen, weil ich eigentlich das erst ein bisschen später machen wollte hier mit den Capsules, aber ist ja an sich egal. Hier haben wir auch den Optic Gaming Holo Sticker. Den habe ich zum Beispiel jetzt auch noch nicht gehabt. Deswegen ist es auf jeden Fall auch nicht schlecht. Und dieses Jahr war ich auch das allererste Mal auf einem Major. Nämlich auf der Cologne 2016. Deswegen habe ich, oder bin ich mir jetzt auch gerade noch die Sticker ein bisschen am Kaufen. So als Erinnerung und Andenken praktisch. Und weil ich auch die Sticker vom Design her wirklich schön finde. Und ja, die Cologne, also es war, ich war, wie schon erwähnt, das erste Mal auf so einem Event und es war wirklich ein richtig cooles Event. Oh, der Face Holo Sticker, der ist, glaube ich, auch noch ein bisschen was wert, wobei ich die zum Großteil eigentlich behalten möchte. Und das waren jetzt die Challenger Capsules und jetzt haben wir hier noch die Legenden. Ja, genau, hier sieht auf jeden Fall auch wieder, was ich hier gern hätte, wäre SK hätte ich gern, also den Holo Sticker von SK. Weil SK ist zum einen in meinen Augen ein richtig gutes Team. Die haben ja auch wieder das Major gewonnen. Und ich finde auch generell die Leute von SK, die sind auch wirklich sympathische Leute. Ja, wir haben jetzt gerade den Fnatic Holo Sticker gezogen. Sieht auch wirklich hübsch aus, muss ich ehrlich sagen. Und das erste Mal jetzt auf einem Major wie der Cologne zum Beispiel, das war auf jeden Fall so für mich persönlich ein richtig cooles und schönes Erlebnis. Und es kam ja auch schon, oh, nochmal der, oh, der wäre sogar SK gewesen, schade. Aber hier nochmal den Glanzsticker von der Cologne, das zweite Mal schon, ist bestimmt auch nicht schlecht, wobei ich persönlich sagen muss, dass ich die Holo-Sticker ein bisschen hübscher finde. Darum werde ich den höchstwahrscheinlich verkaufen oder einbehalten und mir dann noch hier so ein Holo kaufen. Irgendwie sowas. Und ich glaube auch, dass man schon wieder Tickets für die Cologne nächstes Jahr bestellen kann. Na, okay, der Sticker, der Holo-Sticker von der Cologne, muss ich mir nicht mehr kaufen. Ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Und ja, wir haben jetzt noch eine Capsule. Und wie schon erwähnt, also ich glaube, nächstes Jahr ist wieder eine Cologne, weil mir wurde irgendwie gesagt, dass da vielleicht dann keine mehr stattfindet oder irgendwie sowas habe ich da mal gehört, aber ich meine schon Werbespots gesehen zu haben, dass man sich für 2017 die schon wieder kaufen kann, die Karten dafür. Und die werde ich mir definitiv kaufen, weil ja, so gesehen, jetzt zum Beispiel Katowice oder so ist ein bisschen zu weit weg noch. Und, oh, der Astralis Holo, ah, da wäre SK gewesen, schade. Ja, aber Astralis ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Und sonst Cologne, ich glaube, wir haben jetzt hier ein, ja, ein paar Sticker haben wir auf jeden Fall. Ein paar hatte ich mir im Voraus schon gekauft, ein paar haben wir.
wie ihr es gerade gesehen habt, schon geöffnet. Und ja, sonst andere Events wie zum Beispiel Katowice oder so, die sind einfach ein bisschen zu weit weg. Deswegen werde ich auf jeden Fall nächstes Jahr wieder zu Cologne gehen und mir da die ein oder anderen Sachen natürlich kaufen, so wie dieses hier auch. Und natürlich auch die Matches anschauen. Das ist ja der Hauptgrund eigentlich, warum man da hingeht. Und wie gesagt, also die Cologne war wirklich ein richtig krasses und schönes Event. War auch mein allererstes Event, wo ich jetzt schon war. Und es war auf jeden Fall richtig cool und ich denke mal, wenn das nächstes Jahr stattfinden wird, dann wird es mindestens genauso cool wie dieses Jahr. Und das soll es erstmal zu meinem kleinen Capsule Opening gewesen sein. Wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat und dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Mal. Also bis dann. Ciao.